Unter anderem zu dem Batil gehört der Al-Jidal wal-Mira, Streitgespräche zwischen zwei. Das gehört zum Batil. Streitgespräche und Dispute, Diskussionen, heiße Diskussionen zwischen zwei Menschen um den Fehler deines Gegenübers festzustellen oder ihn eingestehen zu lassen, um dich selber damit anzuheben. Meistens diskutiert man nämlich aus diesen Gründen. Oft. Die meisten Menschen, wenn sie mit jemandem diskutieren und sie sehen da einen gewissen Fehler, dann geht es eigentlich nur darum, dein Gegenüber niederzustellen und sich selbst über ihn hochzuheben. Und das ist ja schon von Anfang an eine verdorbene Absicht. Da sollte man es ganz gleich sein lassen. Und deswegen sagte er, der Mensch sollte, wenn etwas falsch ist, sollte er das ablehnen, also den Inkar al-Munkar, und das Richtige darstellen. Wenn es von ihm akzeptiert wird, dann ist das, was man bezweckt hat, aber nicht, weil es deine Aussage ist oder weil es von dir kommt. Das ist auch so eine Sache. Das ist auch eine Sache, die eigentlich mit den Intentionen und den Absichten zu tun hat. Oft, das sieht man bei Leuten, die sich beispielsweise mit der Unterrichtung von Menschen beschäftigen. Einen Menschen sollte es eigentlich darum gehen, dass die Sache Allah Ta'ala in Verbreitung kommt, dass die Menschen Allah Ta'ala dienen, dass sie ihm gehorsam sind. Das sollte ihn erfreuen. Darum sollte es ihm gehen. Nicht, dass die Menschen sich um ihn selbst versammeln. Deswegen siehst du manche Menschen, wenn die Leute von ihm weggehen und zu jemand anderen gehen, um von ihm zu profitieren und lernen, dann betrübt es ihn. Oder es kränkt ihn oder er ist sauer. Warum ist er denn sauer? Warum betrübt es ihn? Deine Sache ist es doch eigentlich, es geht doch eigentlich nur darum, dass die Wahrheit sich verbreitet, dass das Richtige als richtig erkannt wird und das Falsche als falsch erkannt wird, dass die Worte Allah Ta'ala sich verbreiten, dass der Dien Allah sich verbreitet, dass die Menschen das Richtige gelehrt bekommen. Warum betrübt es dich, wenn die Leute von dir weggehen, woanders lernen? Weil es ihm in Realität um seine Person ging. Das ist natürlich eine betrübte Nähe. Wenn also von ihm akzeptiert wird, dann ist das, was Ziel und Zweck der Sache sein sollte. Und wenn man das nicht von ihm akzeptiert, dann sollte er nicht weiter darüber diskutieren und streiten und seinen Weg gehen und den anderen seinen Weg gehen lassen. Das, wenn es um den Dien geht. Wenn es um den Dien geht. Wenn es um weltliche Angelegenheiten geht, dann sollte er von Anfang an einfach schweigen und nicht diskutieren oder streiten. Im Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war Bukhari Muslim überliefert, Abghadur Rijali ilallah al-alad al-khasim. Der unbeliebteste Mensch, der unbeliebteste Mann bei Allah Ta'ala ist der Streitsüchtige, der immer streiten möchte. Und der nicht nur normal streitet, der auf eine feindschaftliche, feindselige Art mit jemandem streitet und diskutiert. Und das bezieht sich natürlich an Dinge, wenn man mit Batil spricht oder ohne Wissen. Oft diskutieren die Leute über Dinge, weder der weiß richtig Bescheid, noch der andere weiß richtig Bescheid. Aber trotzdem diskutieren sie. Er sagt, wenn es aber um Rechte geht, um weltliche Rechte, das heißt, es geht hier jetzt nicht um Belanglosigkeiten, du hast einen Anspruch, du möchtest Anspruch erheben gegen Fulan und Fulan. Er sagt, dennoch sollte man hier, soweit es möglich ist, versuchen, Streite und Dispute zu, also Streitgespräche, das selbst ist ja ein Streit, wenn ich von ihm verlange und er lehnt das ab, das ist schon ein Streit. Aber er sagt, selbst hier sollte man Streitgespräche, soweit es geht, versuchen zu meiden. Denn sie zetteln Feindschaften an, sie zetteln Hass im Herzen, also es wird, im Herzen entsteht eine Abneigung gegen dem Gegenüber. Es entsteht eine Form des Hasses, es entsteht Feindseligkeit gegenüber dem Muslim natürlich, wenn das ein Muslim ist, dein Gegenüber. Und sie
zettelt Zorn an. Das ist auch interessant. Das ist ein interessanter Faktor bei Streitgesprächen. Oft fragen die Leute sich, warum sie außer Kontrolle geraten sind beim Gespräch. Kommt es manchmal sogar so weit, dass Leute die Hände gegenseitig ausstrecken und sich, manchmal kommt sowas sogar in Moscheen vor, dass sie sich gegenseitig kloppen. Dann fragt man sich, wie kommt es so weit? Das sind die Streitgespräche. Streitgespräche sind sozusagen das Benzin. Da muss nur noch ein Funken kommen irgendwo und dann entfacht alles. Jedenfalls, das Ende dieser Gespräche ist meistens nicht lobenswert.